ganze Sale ist gestartet. Wie ist die Stimmung am ersten Tag? Unser Thema jetzt bei NDR MV Live und damit hallo und willkommen. NDR MV Live. Es ist nicht zu übersehen, Rostock ist im Hanse-Sale-Fieber. Viele Händler und Schausteller haben ihre Geschäfte geöffnet. Doch in den kommenden Tagen geht es natürlich vor allem um eines: Schiffe gucken. Ein Highlight der 32. Hanse-Sale, die Gochfok, das Segelschulschiff der deutschen Marine. Der Großsegler ist aber nur einer von vielen Höhepunkten. Insgesamt machen rund 150 Traditionsschiffe und Boote an den Kaikanten fest. Und die ersten sind auch schon zu Ausfahrten gestartet. Aber auch an Land gibt es jede Menge Programm. Bis Sonntag werden in Rostock wieder Hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Ja, und die ersten, die sind auch schon unterwegs. Wir haben es ja gerade schon gesehen. Die Fischbrötchen, die sind frisch belegt und warten auf hungrige Gäste. Und für uns unterwegs auf der Hanse-Sale ist auch unsere Reporterin Juliane Schulz. Hallo Juliane, grüß dich. Hallo. Ich muss ja sagen, das Wetter sieht ja gar nicht so schlecht bei euch aus. Ist dann schon eine Menge los auf der Hanse-Sale? Es ist unglaublich viel los und nicht nur Rostock ist im Hanse-Sale-Fieber, ich bin's mittlerweile auch. Also heute Vormittag kamen immer mal wieder so kleine Schauer, aber mittlerweile reißt der Himmel auf, die Sonne kommt raus, die Stimmung ist super gut. Jedenfalls war sie es vorhin in Warnemünde, da haben wir uns schon mal umgesehen an der Gochfok, da ist ganz viel los. Die Leute sind ganz begierig darauf, das Schiff sich anzuschauen, auch sich die Bimasuchi anzuschauen, das indonesische Segelschulschiff. Dann sind wir rübergefahren hier zum Stadthafen und haben schon jede Menge gesehen, unter anderem die Wisse Mara, auf der hat vorhin ganz spontan die Band Keimzeit gespielt. Das also ist eine ganz tolle Partystimmung auch hier. Die Leute essen Fischbrötchen, trinken Bier, essen Bratwurst, also es ist schon richtige Festivalstimmung. Was sollten denn Besucherinnen und Besucher heute auf gar keinen Fall auf der Hanse-Sale verpassen? Was sind da deine Tipps für uns? Naja, also ich denke heute, das Highlight ist natürlich die Eröffnung um 16 Uhr in Warnemünde im Kurhausgarten. Da ist die Ministerpräsidentin, die wird die Glocke läuten und dann ist die Hanse-Sale offiziell eröffnet. Und wenn man dann sowieso schon in Warnemünde ist, ja, dann kann man eben nochmal rüberlaufen, sich die Gochfok anschauen. Und um 20.30 Uhr, da kommen die Kadetten der Bimasuchi alle auf die Mittelmole und die bilden eine Marching Band, also eine ganz bunte Band mit Pauken und Trompeten, die sind verkleidet. Ich habe Haikostüme gesehen, die machen eine irre Show mit Akrobatik, spielen dort auf. Also das muss eine ganz tolle Stimmung sein. Naja, und dann kann man so gegen 22 Uhr zur Walfischbar rübergehen. Da ist ja das Strandsandkino und dort wird es dann eine Feuershow geben. Das klingt ja auf jeden Fall vielversprechend, aber viele Besucherinnen und Besucher freuen sich ja vor allen Dingen auch auf das Mitsegeln. Insgesamt gibt es ja auf den Traditionsschiffen jetzt in den kommenden Tagen 13.000 Plätze auch zum Mitsegeln, aber man mag es kaum glauben, viele sind ja auch schon weg. Was erwartet dann die Besucherinnen und Besucher, die sich ein Ticket schon sichern konnten? Was sind da die Highlights? Ja, Franziska, ich würde dir das jetzt gerne sagen und sagen, ich habe das recherchiert, ich bin mal rausgefahren und habe geguckt, aber ich bin eine echte Landratte. Ich gucke mir die Hanse-Sale super gerne von der Kaikante an. Hat ja auch den Vorteil, dass man viel mehr Schiffe auf einmal sieht. Aber wer uns ganz genau erklären kann, was die Besucher erleben, wenn sie auf dem Schiff sind, das ist Reinhard Meyer. Den habe ich mir mal hier als Berater zur Seite geholt. Reinhard, du fährst ja schon seit Jahren während der Hanse-Sale mit der Stella Maris mit raus und betreust da die Gäste. Was erleben die denn, wenn die mit dir unterwegs sind? Ja, als erstes kommen sie mal an Bord und werden ganz kurz eingewiesen. Und während der Fahrt können sie die Segel mitsetzen. Das wird aber vom Skipper dann gesagt, was sie machen müssen. Immer alles. Und dann können sie links und rechts die Warnow begurten. Und wir segeln zwischen den anderen Segelschiffen durch. Das Einzige, was sie nicht können, das eigene Schiff fotografieren. Aber viele andere. Und dadurch sehen sie viele Eindrücke. Das ist ganz toll. So, und Reinhard, was ist denn, wenn zu viel Wind ist? Ja gut, zu viel Wind, das fragen mich die meisten. Mich hat aber noch nie einer gefragt, was ist, wenn gar kein Wind ist? Wir sind ein Segelschiff. Wir müssen nicht rudern, sondern wir wollen segeln. Das ist das. Übergibt sich manchmal jemand?
Naja, übergeben, da müsste man auf die Windrichtung achten, wenn man sie über Bord macht. Okay, pass auf, du erzählst mir das gleich weiter. Ich erzähle jetzt gleich noch ein bisschen mit Reinhard und vielleicht macht er mir ja auch noch Lust, doch noch mal mitzusegeln. Und damit zurück zu dir, Franzi. Soweit also die Eindrücke von der Hansesail in Rostock und wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, was ihr unbedingt wissen solltet, wenn ihr die Hansesail in den kommenden Tagen besuchen wollt in Rostock. Und zwar sind rund 150 Traditionsschiffe und Boote vor Ort, die besichtigt werden können, darunter auch die Gorch Fock, da haben wir ja vorhin schon zum Anfang der Sendung die schönen Bilder gesehen. Und die ersten Schiffe, die sind auch schon zu Ausfahrten rausgefahren. Wenn ihr noch mitfahren wollt, einige wenige Restplätze gibt es, am besten online checken, ob es vielleicht auch noch ein Ticket gibt zu ergattern. Da hat die Hansesail online ein Angebot für euch. Und auch hier nochmal der Appell, wenn ihr kommt, dann bitte Busse und Bahn nutzen, weil es werden ja wieder mehrere hunderttausend Besucher erwartet. Das heißt, es wird richtig voll in der Innenstadt, also auf den öffentlichen Nahverkehr setzen. Und ansonsten haben wir für euch nochmal alles auch kompakt natürlich zusammengefasst auf einer eigenen Seite auf ndr.de/Hansesail. Und wir sind natürlich auch für euch vor Ort und zwar mit dem NDR Hansesail Club im Stadthafen. Da gibt es dann viel Live-Musik zu erleben. Kommt einfach gern vorbei. Vielleicht sehen wir uns ja dann. Bis dann. Tschüss. Macht's gut.